was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Von der Location, Deutsche Meisterschaft 2016 in Mainz. Ja, Mann. Echt schön hier. In einem stillen Örtchen, oder? Und wir bringen euch natürlich alle Deckprofiles von uns, die wir gespielt haben. Da fängt man Tati an mit seinem Cosmo Control. Ja, Mann, ich habe mich für Control entschieden, weil ich Fire King nicht so gerne mag. Fangen wir mal an mit den Monstern. Warte, wie bist du gegangen? Ich bin zu 3 gegangen. Ich bin um ein paar Plätze habe ich Tag 2 nicht geschafft. Muss aber dazu sagen, dass es meine eigene Schuld war, weil ich einfach im letzten Game echt einen bzw. zwei krasse Spielfehler gemacht habe. Und es war einfach spielentscheidend. Alles klar. Vielleicht noch, wieso Control anstatt Fire King? Wie gesagt, ich habe auch Fire King ein bisschen getestet und ich hatte die Kombo nicht so oft, wie ich es mir eigentlich wünsche, dann brauche ich brauchst du auch gar nicht spielen. Ja, dann baue ich lieber ein gescheites Control-Deck, bevor ich ein Deck spiele, auf was ich irgendwie hoffe. Ja, braucht man halt nicht. Ja, und deswegen halt komplett auf Control. Und lief eigentlich wirklich stabil und war echt geil. Ja. Ja, fangen wir an mit den Monstern. Ganz klar. 3 Tinken, ja, der Suche des Decks. Braucht man nicht viel dazu sagen. Ich habe mich natürlich für 3 Dark Planet entschieden. Für mich wirklich auch jetzt mittlerweile auch meine Lieblingskarte. Ich mag die Karte sehr. Kam nie tot, wirklich. Konnte ich immer ausspielen oder halt durch Town dann wieder reinmischen. Richtig geil. Na klar, 2 Dark Destroyer, brauche ich auch nicht viel erzählen. Ein Muss. Ein Eclipser. Den muss ich sagen, der hat mir zwei Games den Arsch gerettet. Ich habe einmal gegen Ding gespielt, gegen Chamburn und einmal gegen ein Anti. Ja, kam die Karte perfekt. Dann als 7er der Forerunner. Kam auch ganz gut, ja, Life Points haben wir dazu bekommen. Als 6er ein Walker. Ja, Effekt ganz gut. Werte ganz gut, ja. Trotz des neuen, also des Rulings, das wir erfahren haben. Trotz des Rulings, aber so oft kommt es auch nicht vor. Und wenn du meistens Cosmotown hast, dann ist es eh gut. Aber auch einfach so als Zwischending ist er eigentlich wirklich ganz gut. Ja. 2 Slip Rider habe ich mich entschieden. Ab und zu kam, hätte man einen dritten vielleicht gebraucht, aber ab und zu auch nicht. Also 2 wirklich in Ordnung. 2 Dark Ladies, beste Karte, wirklich. Gegen Cosmo Mirage, Enskas, gegen Pepe ganz gut. Burning Abyss, negiert überall. Echt starke Karte. Eine Wicked Witch stoppt OTKs, ganz klar. Ein Sword Trooper, in einem Control Build braucht man nur einen. Das reicht vollkommen. Ein Farm Girl, brauche ich auch nicht viel erzählen. Dann habe ich mich für 2 Strawmen entschieden. Kamen auch ganz gut, kamen aber auch ab und zu mal schlecht, weil hatte ich oft auf der Starthand. Aber es gab ein paar Games, wo dann auch 2 wirklich nicht schlecht kamen. Kommen wir zu den Zaubern. Ganz klar, Cosmotown, muss ich dazu sagen, dass sie jetzt im jetzigen Format oder mit der, keine Ahnung, sehr, sehr wichtig geworden ist. Ja, damals hat man sie auch teilweise auf 2 gecuttet, mittlerweile auch wieder richtig wichtig. Deswegen spiele ich noch eine Terraforming, um einfach Cosmotown immer zu haben. Wichtige Karte. Emergency Teleport brauche ich nicht viel dazu erzählen. Ganz wichtig. 2x Allure. Kam auch nie tot. Ja. Draw Engine, sehr, sehr wichtig. Da ich 40 Karten spiele oder 39, habe ich mich auch für Upside entschieden. Ja, ob die jetzt kommt oder nicht, ist einfach gut. Dann ein Raigeki. Lange darüber diskutiert. Ja, es ist immer noch schwer, irgendwas dazu zu sagen. Viele sagen, die ist 1 krass, viele sagen, braucht man nicht. Kam einmal oder zweimal ganz gut, aber sonst auch nicht, ja. Also ich glaube nicht, dass man sie wirklich braucht. Ja. Und dann habe ich mich auch für eine Karte entschieden, die nicht viele spielen, ich schon, also jetzt mal getestet, auch auf dem Main Event. Einmal kam sie für Game, okay, da hätte ich sie nicht gebraucht, der hätte so gewonnen. Und einmal hätte sie für Game kommen können, ich das aber wirklich verpennt habe. Ja. Eine sehr interessante Karte, man kann echt mal drüber nachdenken, ob man die spielt oder nicht. Ja. Ein Dark Plan mit 8000 ist schon ein Monster, ja, was man besiegen muss. Kommen wir zu den Fallen. 3 Cosmojo, beste Karte. Viele spielen sie nur zweimal. Ich habe auch gesagt, zweimal reicht, aber nein, Mann, dreimal beste Karte. Du kannst alles aus dem Weg räumen, ja, und zielt nicht und
beste Cosmo-Falle. Ja. Dann zwei Call und eine Oase. Allein, ich würde sogar erhöhen auf zwei Oasen und zwei Call, weil einfach Gegner, ich habe gemerkt, die Cyber Dragon Engine gibt es gar nicht mehr, sondern die spielen alle nur auf System Down. Deswegen ist die ganz gut, du kannst anchainen, Monster wird nicht gebanished. Richtig gut. Beste Falle des Spiels, ganz klar Warning. Brauche ich auch nicht sagen. Ja. Und dann habe ich auch noch eine Karte getestet. Escape from, also Flucht aus der anderen Dimension. Kam ein, zweimal ganz gut. Sonst auch mal tot, ein, zweimal ganz tot. Deswegen, ich bin am überlegen, ob ich die dann auch raus tue oder nicht. Okay. Sixes Extra Deck. Ja. Vielleicht nur die wichtigsten Sachen. Ja, ich gehe ganz schnell durch, ja, weil ich habe Extra Deck eh fast nicht gebraucht. Genau, so ist es. Ja. Da ich zwei Stormen spiele, spiele ich den Herold. Natürlich wichtigste Karte, ja, ist Nova mit Infinity, ja, habe ich einmal rausgebracht. F-Zero brauche ich halt für mein Side-Deck, komme ich dann dazu. Der schießt, braucht man auch einfach halt, um irgendwas wegzuklären. Livea, auch ganz klar. Dante, auch wegen Side-Deck. Pleiades, Volcasaurus als 5. Ganz wichtig. Als 8. habe ich den Hope. Dann habe ich in Shark Fortress mal getestet. Habe ich nie gebraucht, aber Option wäre mal cool, mal, ob ich die mal rauskriege oder nicht. Und dann spiele ich noch 3 Synchro-Monster. Ignister, Hyper Librarian und ein Trishula. Die spiele ich eigentlich nur wegen meinem Side-Deck, also diese 5 Karten, wegen Cherry Blossom. Dazu kommen wir jetzt. Weil man dann einfach die gegnerischen extra Deckkarten halt banishen kann. Und die Sachen halt, das war nur wegen Fusionist, weil das Deck ist zwar noch nicht so bekannt, aber kommt ja eventuell noch. Es hat sogar ein paar Leute gespielt, ja. Chong ist sogar zweimal drauf getreten. Ja, einmal gegen Lorenzo, einmal gegen Ling, aber dazu kommt er dann selber. Zweimal gesehen, eigentlich auch eine Frage, ob man die Main spielt oder nicht. Jetzt bin ich auch nochmal überlegen, aber auf jeden Fall dreimal muss sein. Zwei Blossom. Ich habe gegen ein BA gespielt, aber ich habe auch nur ein Game gehabt, also habe ich sie nie geboardet. Kann ich auch nicht sagen, ob die jetzt gut kommt oder nicht, oder auf 3. Was ganz gut ist gegen Cosmo, gegen Monster, die stören, Gamaciel, der Kaiju, auch gute Engine, finde ich gut. Zwei Wailer, Monax, auf jeden Fall, sehr, sehr gute Karte. Twin Twister im Side, 2 Stück, Überlegung ist, die im Main zu spielen. Dann gegen Monax Maske, eigentlich fast immer, wenn er keinen Twin Twister hat oder so, ist meistens Game. Magiedeflektor, auch gegen diverse Decks, habe ich geboardet, aber auch nicht gezogen. Und gegen Antis halt ein Full House, habe ich einmal gegeben, kam ganz gut und war eigentlich fast schon Game. Ja. Dein Fazit zum Deck, zum Event? Event war echt cool, wie gesagt, eigenes Verschulden, nicht weitergekommen. Das Deck lief echt stabil, lief echt gut, hat mir gefallen. Ich werde noch ein paar Änderungen, ein paar Kleinigkeiten ändern. Aber so an sich vom Grundstock echt cool und ich bleib bei Control. Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall. War ein geiles Event und okay. Ja. Das war Tati's Deck, Profa. Ja. Die anderen werden folgen, bleibt dran und wie immer, leidet nicht. Servus Jungs, hier euer dreifacher Familie-Daddy. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Bitte liked das Video, abonniert uns. Kommentiert das Video, ob es euch gefallen hat oder nicht. Denkt an unsere Facebook-Seite, liked die, schaut auch bei unseren Sponsoren vorbei, die haben immer tolle Sachen. Und nicht vergessen, Jungs, Yu-Gi-Oh! Is serious business.